Okay, jetzt sehe ich es aber auch. Ich meine, wenn ich die Hand so halte. Na, hallöle aber auch und herzlichst willkommen zu einer brandneuen Episode von Tayo Talked. Ich war vor geraumer Zeit, es war gestern, mit einem Freund tagsüber auf ein Käffchen verabredet. Ich weiß, ich trinke tagsüber keinen Kaffee, deswegen wurde aus dem Kaffee ein weißer Spritzer. Entschuldigung, don't judge me. Naja, wie dem auch sei. Wir haben uns in ein Kaffeehaus, also in einen Gastgarten gesessen. Wir haben uns da hingesetzt. Es war im Außenbereich, das Wetter war mittelprächtig, aber darum geht's nicht, das ist egal. Und haben wir sich so schön gehört. Also über die Passanten gelästert und die neuesten Tratsch- und Klatsch-Neuigkeiten und Informationen untereinander ausgetauscht. Mhm. So führte das eine zum anderen und es fiel uns wieder auf, dass wir eigentlich da, wo wir gesessen sind, nie mehr hingehen wollten, weil der Service der Kellnerkräfte einfach wirklich unter aller Sau ist. Man wartet stundenlang ist übertrieben, aber man wartet einfach lang. Man bekommt ein Gesicht ins Gesicht gedrückt, dass man glauben würde, oh mein Gott, was habe ich dir getan, obwohl ich nichts getan habe. Egal, darum geht's auch nicht. Es war tagsüber unter der Woche. Sitzplätze waren so in etwa die, ja, nicht ganz die Hälfte besetzt, also es war genug Platz, bis sich dann ausgerechnet jemand direkt neben uns hinsetzen musste. Eieieiei. Und ich meine, unsere Themen waren schon ein bisschen pikanter. Ich sag's mal ganz direkt so raus. Als dann glücklicherweise bei dieser einen Person, die direkt neben mir dann saß, die Kellnerkraft vorbeikam, recht schnell vorbeikam, stellte sich heraus, dass das ein Mensch ist, der der deutschen Sprache nicht mächtig war. Genauer gesagt, er hat Englisch gesprochen. Huch, somit war unserem Tratschgelaber nichts mehr im Wege stehend. Oder doch? Wie es halt so unter Freunden ist, haben wir unter anderem auch über Stereotypen gesprochen, mit denen man einfach menschlich persönlich nichts kann und die man einfach nicht mag und wo man einfach denkt, na. Zufälligerweise war diese eine Person genau einer dieser Personengruppen, was ja grundsätzlich nichts macht. Irgendwann ging mein Gegenüber, ich nenne mein Gegenüber jetzt einfach Franzi, damit das nicht ganz so ist. Irgendwann ging Franzi dann auf Toilette. Die Toilette in diesem Lokal ist ein bisschen weiter weg, da muss man Treppen steigen und das dauert 100 Stunden, bis man wieder zurück ist. Somit war er ja ein bisschen länger weg. Zu lange weg. Denn mein stummer, englisch sprechender Tischnachbar begann auf ganz, ja, da denke ich mal, er begann ein Gespräch mit mir zu führen, beziehungsweise wollte er eines führen. Es begann damit, dass er Google Maps rausholte, ach wie plump, und fragte, wie der Platz da vorne heißt. Ich meine, da steht ja eh auf Google Maps drauf und da steht überall drauf und es ist nicht vollkommen irrelevant, wie der Platz heißt, egal. Und sagte ich ihm, ja, ist der Schwedenplatz. Aha, ja, passt, danke. Und wandte mich wieder ab. 3 Sekunden Schweigepause, Schweigestille. Dann begann er irgendwas zu reden. Ich weiß gar nicht mehr was. Er hat ein sehr unklares Englisch. Er war ein Native Speaker. Ja. Naja, und er versuchte mich halt immer wieder in Gespräche zu verwickeln. Und ich antwortete zwar höflich, ja, aber nicht so Interesse zeigend. Also ich war nicht abweisend, aber auch nicht so wie, komm, setz dich dazu, weil ich meine, warum? Im Laufe des Gespräches, des sehr einseitigen Gespräches, stellte sich heraus, dass das eine homosexuelle Person ist und diese homosexuelle Person ganz offensichtlich Interesse an mir hat. Also bitte, was soll das? Kann man, jetzt muss ich, jetzt fertig fast geh Dialekt, wenn ich mich aufreg, kann man nicht so ausschauen wie ich und so gestikulieren und dazu sagen, ohne homosexuell zu sein? Das gibt's anscheinend nicht, oder was? Und auch wenn, das macht man nicht.
Na jedenfalls nach einer gefühlten, empfundenen Ewigkeit kam Franzi wieder zurück, setzte sich dazu, war perplex, was denn jetzt hier los ist, und nahm sich ein wenig zurück, was eh okay ist. Aber der neben mir hat nicht aufgehört zu reden. Dann habe ich halt versucht, auf eine möglichst höfliche Art und Weise diese Unterhaltung einfach zu beenden und mich meinem Franzi wieder zu widmen, weil ich meine, ich bin zu zweit hier, das ist sehr unhöflich, das macht man nicht. Was dem Englisch sprechenden aber egal war. Dann habe ich es nochmal ein wenig direkter gemacht und somit war die Sache erledigt, aber nicht unhöflich direkt. Und ich hole schon wieder viel zu kilometerlang aus, worum es nämlich eigentlich geht. Das ist ja die Frechheit. Also, ich wurde von einem Mann angeflirtet, der unhöflich war, mich in ein Gespräch verwickelt hat und dann irgendwie ignoriert hat, dass ich mit jemandem da bin. Okay, und jetzt kommt die Bombe. Irgendwann dann stand er auf, ja, ging an mir vorbei und hat den Gastgarten verlassen. Ich und Franzi nahmen an, dass er einfach auf Toilette geht, weil er lange nicht zurückgekommen ist. Aber nach ein paar weiteren Spitzern stellte es sich heraus, ja, dass der einfach gegangen ist. Also, Fakten auf den Tisch. Ich werde unhöflicherweise von einem Mann angeflirtet, dem mein Franzi, was ja seiner Theorie ausgehend, ja im Prinzip grundsätzlich mein Date hätte sein können, egal war, bringt mich in unangenehme Situationen, wo ich mich genötigt fühle, einfach freundlich meinen touristischen Auftrag zu erfüllen, ne? Und geht dann aber ohne auch nur bye bye zu sagen oder nickend vorbeizugehen. Das heißt also, es ist mittlerweile schon so weit, dass ich eine Abfuhr von jemanden bekomme, von dem ich kein Interesse habe, aber er Interesse an mir gehabt hat, hätte Fahrradkette. Okay, jetzt sehe ich es aber auch. Ich meine, wenn ich die Hand so halte. Na gut, das war's mit Talked. Weitere Geschichtlein aus meinem Leben gibt es regelmäßig hier auf meinem Kanal. Dieses T-Shirt hier gibt es in meinem Online-Shop foggyfashion.com. Jederzeit zu kaufen und viele andere Produkte auch. Lass mir ein Däumchen nach oben hier, ein Kommentar von dir wäre ein Hit. Und ein Abonnement mit Glocke wäre natürlich noch besser. Dankeschön, tschüsschen, schönen Tag noch, dein Tayo.